Was geht ab, meine Freunde, und willkommen zu einem neuen Grand Cross Video. Heute mit dem schönen Thema Gildenboss. Wir werden uns anschauen, was sind die besten Strats, worauf muss ich im Detail achten und was sind so die besten Team-Comps, um eine möglichst hohe Punktzahl auf den jeweiligen Stages zu erreichen. Ich hoffe, die Fragen können wir so gut es geht heute klären, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Also, ab damit! So, starten wir gleich mal rein, Leute, und dieses Video habe ich schon vor einiger Zeit gemacht. Ich weiß, allerdings kamen in letzter Zeit sehr viele Fragen zum Thema Gildenboss, wie man so seine besten Punkte erreicht. Und deswegen dachte ich mir, so ein kleines Orientierungsvideo heute tut eigentlich ganz gut, bevor Derieri kommt. Denn wenn Derieri kommt, Leute, wird sich einfach das Nonplusultra in Sachen Gildenboss im Punktescoring, weil die vom Single-Target-Damage-Output her einfach die absolute Göttin in diesem Spiel ist. Deswegen dachte ich mir, so dieses Video heute für alle, die morgen nicht für Derieri ziehen, ist so ein ganz guter Anhaltspunkt dafür, wie man gut Punkte machen kann. Ich weiß, erwartet nicht, dass ihr genau solche Punkte macht wie ich. Vielleicht schafft ihr es sogar auch mehr Punkte zu machen. Denn auf den ersten zwei Stages vom Crit Damage Output her ist bei mir sehr viel Potenzial nach oben. Definitiv. Aber geht einfach nicht mit der Erwartung rein, dass es alles so 1:1 klappt wie in diesem Video. Denn ich habe sehr, sehr viele Runs gebraucht, um ab und an solche Sachen hinzukriegen. Im Endeffekt kommt es hier sehr viel auf Glück an. Ihr müsst das häufiger machen, damit ihr ein gutes Ergebnis erreicht. Und ja, deswegen ist das Thema Gildenboss für viele sehr, sehr nervig. Allerdings, Leute, versucht mindestens eure 2200 Punkte zu erreichen, um alle Sachen hier unten rechts einzusammeln und versucht einfach eure Gilde so gut es geht zu helfen, denn ich finde, das gehört sich so in der Gilde, meine Meinung. So, grundsätzlich für Anfänger drei Punkte zu beachten: versucht den Boss so schnell es geht zu besiegen, versucht so viel HP am Ende übrig zu haben wie geht und versucht ihn mit einem möglichst hohen Single-Target-Damage-Output am Ende zu finishen. Zusätzlich gibt es noch auf jeder Stage Missionen hier unten, die man zusätzlich erfüllen könnte. Auf den ersten zwei Stages kann man das vernachlässigen, bei der dritten finde ich, weil die Teamcom einfach nicht hergeht auf den ersten zwei Stages. Und bei der dritten, die 300 Punkte hier mit den unteren beiden Missionen, die kann man gut und gerne mitnehmen, auf jeden Fall. Versucht so viel mitzunehmen wie geht, Leute, ich wünsche euch viel Erfolg und jetzt würde ich sagen, gehen wir für jede Stage einmal so ein Nach-Commentary-Beispiel durch, Leute. Ich hoffe, es gefällt euch und am Ende ein kleines Fazit, also würde ich sagen, let's go! So, starten wir gleich mal rein mit der ersten Stage, Leute. Das ist mein Team, Crit Jericho Team. Als Food habe ich Crit Damage genommen, weil dieses Team ist darauf ausgelegt, dass man am Ende mit der Jericho, mit ihrer Ult, einfach massiven Single-Target-Damage-Output rausballert, um den Gegner zu one-shotten. Und ja, würde ich mal sagen, starten wir gleich mal rein. Das ist das Team, Leute. Ich habe Gopher mit reingenommen, damit das Ganze einfacher ist für die meisten. Man kann natürlich auch einen zweiten Buffer mitnehmen, wie Green Gill Thunder, der dann nochmal die Attack erhöht. Allerdings finde ich es mit Gopher deutlich einfacher für die meisten. So, erste Runde ballern wir erstmal die unnötigen Karten raus, Leute, die wir nicht brauchen. Ziel ist es, einen Dreier-Freeze mit Gustav zu bekommen. Ulti daraufhin mit Jericho reinzuballern und natürlich vorher zu versuchen, mit einem möglichst hohen Buff von Helbram das Ganze zu boosten, den Damage-Output her. So, erstmal wieder Müllkarte weg, kombinieren, dann noch versuchen, die Ult zu rushen. Und ich hätte mal gesagt, Leute, so als kleine Orientierung für den ersten Kampf, da könnt ihr so die dritte Runde nehmen, oder die vierte Runde, würde ich sagen, wo ihr anpeilen solltet, ihn zu finishen. Eine Ult könnt ihr noch mitnehmen von ihm, die überlebt ihr eigentlich easy in den meisten Fällen. Und ja, und versucht noch sein Leben, soweit es geht, runterzudrücken, bevor ihr ihn finisht. Weil ihr seht oben links, unter anderem hat er noch Buffs auf sich. Die gehen allerdings weg, sobald man seine HP in einen gewissen Bereich gebracht hat. Ich würde mal so sagen, so in die unter 20, unter 15% Leben. Da seht ihr, geht der erste weg. Also, nice. Haben wir schon mal sehr gute Voraussetzungen geschaffen. So, als nächstes natürlich, Leute, werden wir den Buff rausballern. Dann den Freeze und die Ult hinterher. Jericho hat das überlebt, das Ganze. Nice, nice. So, alle Leute haben eigentlich auch fast über 50% am HP übrig. So, Jericho nochmal zum Runterknüppeln, damit sein letzter Buff auch weggeht. Da seht ihr es gleich oben. Nice one. So, Crit Damage, Crit Chance, alles hochgeboostet. Der Freeze, der 200% Damage gibt. Und batz, die Ult von Jericho hinterher. Sehr, sehr nice, Leute. 1,5 Millionen ist in Ordnung. Es gibt viele, die ich kenne, die mit einem sehr guten Crit Damage Equipment deutlich mehr erzielt haben.
Allerdings würde ich sagen, für unsere Zwecke und für diesen Leitfaden, denke ich mal, ausreichend. Und ihr seht, über 1000 Punkte bekommen. Also sehr, sehr nice. Ja, ich hoffe, ihr kriegt das genauso hin, Leute. Das RNG hat in diesem Fall sehr gut mitgespielt. Und ja, weiter mit der nächsten Stage. So, starten wir gleich mal mit der zweiten Stage, Leute. Da ist das Prinzip gleich. Allerdings kann man hier noch gucken, ob man Chance auf kritische Treffer macht, da ich sehr häufig mit der Ult leider nicht kritte von Jericho. Für diejenigen, die es eventuell nicht schaffen, weil ihr zu squishy seid, geht auch HP-Food. Falls ihr die Ult rushen wollt, Ult-Food, ist alles möglich, Leute. In diesem Fall habe ich es einfach, um mir es leichter zu machen, Chance-Food genommen. Weil nach dem 10. Mal, wo ich nicht gekrittet habe mit der Ult, da ist mir irgendwann der Kragen geplatzt. Also das Food genommen. So, wieder wie eben, Leute, einfach die Krüppelkarten rausknüppeln und versuchen, die Jericho-Ult zu rushen, einmal Karte bewegen und einfach darauf hoffen, dass wir möglichst viele Upranks bekommen, den Gustav-Freeze einmal noch bekommen, wie wir es in diesem Fall bekommen haben. Eigentlich perfektes Setup. Das ist sehr, sehr strong. Hier sieht man schon mal, dass die Runde sehr gut laufen wird. Und jetzt seht ihr auch vom Ding her, der Boss macht deutlich mehr Damage-Output. Wir rushen jetzt erstmal die Jericho-Ult und versuchen dann im Endeffekt die den Gustav hochzuhauen. In diesem Fall haben wir es sogar ohne Bewegen geschafft, den auf 3 zu kriegen. Sehr, sehr nice. Also der Gustav-Freeze ist im Prinzip wirklich essentiell für das Ganze, Leute. Abgesehen von den Buffs und so weiter, eigentlich ist der Gustav-Freeze wirklich das A und O. Weil wenn ihr den Freeze macht, daraufhin Attack draufballert, Leute, kommt ihr halt 200% mehr Damage drauf. So, in diesem Fall sehr, sehr nice. Kombinieren wir den Zweier-Buff von Hellbram. Kriegen nochmal zusätzliche Chance drauf. Oder upranken den. Aber Dings, würde ich sagen, bewegen bringt nochmal 3 Punkte extra. So, der Freeze drauf. Und die Ult von Jericho hinterher geballert. Sollte, denke ich mal, auch einen sehr, sehr nice Damage-Output kriegen. In diesem Fall leider nicht, weil wir das Ganze gerusht haben und sonst zu squishy wären, die Buffs leider nicht wegbekommen. Allerdings mit 1,33 Millionen Damage trotzdem noch sehr vernünftig, Leute. Jericho ist ein Schaden, wir sollten die meisten auf 6,6 haben, Leute. Ist eigentlich am einfachsten, kriegt man easy über den Shop. Und das Ganze funktioniert halt über ihre 6,6-Ult. Auch wieder über 1000 Punkte rausgeknüppelt, Leute. Also würde ich sagen, die Strat funktioniert sehr, sehr gut auf den ersten zwei Stages. Kommt natürlich, wie gesagt, auf das RNG drauf an. Und ja, ich hätte gesagt an dieser Stelle, Leute, mit diesen 1081 Punkten gehen wir weiter auf die dritte und schwerste Stage. So, Leute, auf geht's zur dritten Stage. Und das ist definitiv die schwierigste. Hier funktioniert bei mir leider nicht die Jericho-Comp, weil das Team definitiv zu squishy ist. Hier nutze ich einmal Attack-Food, um den Attack-Boost zu ballern. Weil wir mit diesem Mono-Red-Team auf den Single-Target-Damage-Output gehen und diese 200.000 Attack zum Finishen, was die dritte Mission war, die insgesamt 200 Punkte gibt, erreichen möchten. So, natürlich geht das auch mit einem Dreier-Buff von Arthur und einer Dreier-Attack von, ja, Red Escanor ganz gut. Und das versuchen wir definitiv zu schaffen, Leute. So, in diesem Fall ist es wieder so, eigentlich wie sonst, ballert die unnötigen Karten raus. Leute, wir brauchen die Upranks, wir brauchen den Buff und möglichst viele Karten von Escanor, die wir dann auch noch später upranken wollen, weil den möglichst großen Damage-Output erzielt man eigentlich mit seiner dritten Stufe von dieser Karte. Eigentlich mehr als mit seiner Ult, definitiv, es sei denn, man hat die jetzt auf 6,6, was ich definitiv nicht habe. Denn für meinen Red Escanor ist die leider auf 1 von 6. Das heißt, leider nimmt man trotzdem mit. So. Auf jeden Fall ist das Ganze hier deutlich komplizierter. Man versucht, so schnell es geht, diesen Dreier-Buff zu erreichen, da wir nicht diese ganzen Gift-Debuffs von dem Gegner kassieren wollen und so ein bisschen tankiger sind und am Ende noch viel, viel mehr HP übrig haben. Und natürlich der Damage-Output von Escanor soll einfach krank reinschallern. Die Punkte für jede Karte, die man nutzt, seht ihr immer links. Buffs, Heals, Debuffs, die bringen immer deutlich viele Punkte. Da kann man auch ein bisschen mit rumspielen. Allerdings, um diese Stage zu schaffen, ist, denke ich mal, dieses Team mit am besten dafür prädestiniert. Hier haben wir es schon mal, Leute. Da Uprank auf Escanor. Einmal kombinieren für seine Ult. Damage Output und die Kugeln wegnehmen. Nice. Läuft also. Die zweite Mission war, dass man den Boss unter 7. Oha. Also der Damage war schon mal mega krass, Leute, mit einer Zweierkarte. Und ihr habt gesehen, wenn diese Zweierkarte so viel Damage macht und wie viel Damage Output die Dreierkarte rausknüppeln kann. So. Erstmal hauen wir ein paar Karten raus, zack,
um ihn ein bisschen down zu kriegen. Da noch eine Karte hinterher. Zack, kriegen wir nochmal da ein paar Punkte. Und am Ende wollen wir ihn halt finishen mit dieser Dreierkarte. Hier seht ihr, das erste Buff von ihm ist weg. HP gehen runter. Nice. Und jetzt kommt der Dreier. Boom! 242k, Leute. Das ist krank. Mit 12% Attack Food noch. Gerade so geschafft mit einem Dreier-Buff und mit der Dreier-Karte. Und haben 1284 Punkte rausgeknüppelt. Das ist also, ja, eine vernünftige Strat. Und mit einem Red-Mono-Team sollte man diesen Boss eigentlich easy packen. Weil der Damage-Output einfach sehr, sehr krass ist. Sollte man die 200.000 Punkte nicht erreichen, sei es drum, man kriegt trotzdem seine 800 bis 1000 Punkte locker zusammen. So Leute, das war es auch schon. Ich hoffe, es hat euch geholfen, beziehungsweise wenigstens eine kleine Orientierung geboten, damit ihr wisst, worauf ihr wann wie achten solltet und was so eine gute Nuke-Comp ist, nämlich ein Jericho über einen Freeze und die Buffs oder halt ein Mono-Red-Team für die dritte Stage. Das sind so, denke ich mal, die gängigsten Strats, die man fahren sollte. Und Jericho bedingt halt dadurch, dass ihr eine 6-6 Ult bei ihr braucht, um möglichst das Potenzial auszuschöpfen. Könnt ihr ganz entspannt über einen Goldshop holen, wobei ich da eher Arthur und Hauser priorisieren würde. Und in Anbetracht dessen, dass morgen die DPS-Queen Jericho abgelöst wird durch die DPS-Göttin Derrieri, würde ich es mir auch nochmal zweimal überlegen. Derrieri wird einfach das Ganze andersmäßig toppen. Falls ihr dachtet, der Damage-Output her von den beiden war krass, Leute, Derrieri wird es einfach nochmal um so eine krasse Stufe toppen. Das glaubt ihr gar nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr noch andere Strats habt, die funktionieren, würde mich megamäßig interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare, Leute. Falls der eine oder andere sagt, du, das funktioniert auch. Und wie viele Punkte ihr generell erreicht? Du, würde mich auch megamäßig interessieren. Ballert's gerne rein. Dann können wir gucken, wo es da eventuell bei euch hapert, Leute. Ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch geholfen. Für die Ehre werde ich definitiv morgen im Stream bei mir ziehen, Leute. Checkt mich gerne aus. ChrisMaticX2 ab 19 Uhr bin ich wieder live auf Twitch am Start. Würde mich freuen, wenn ein oder andere vorbeischauen würde. Und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat und mein Content, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich megamäßig freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag. Guten Start in die Woche. Und see you next time.